So. Da waren wir mal. Mit etwas Glück, wie gesagt, ja, stolpern wir über Wölfe. So. Ich lese mal beim Hi. Warte, greift ihr mich etwa gerade an? Seid ihr bescheuert? Wer ist denn das? Naja, ich muss ja eh dahin. Warte, ich lass dich hier nicht stehen. Na los. So, nicht Cassandra, sondern die dumme Tante, die im Animus ist. Na los, also, komm. Ja, komm. Ich lese beim Reiten, ist viel mein Lesen beim Auto. Ja, aber also hier ist es noch ein bisschen was anderes. Hier ist es gefährlicher, weil man bekommt nicht mit, wenn da irgendwelche... Ah, da sind Wölfe. Hi! Aber hier sind irgendwelche... Ach komm. Dann mache ich es halt so. Genau, hier sind irgendwelche Streuner am Wegesrand. Und wollen dich töten. So. Voll. Hui, oh, das. Ah! Cassandra, da ist der Haufen. Bist du böse oder bist du lieb? Hey. Ich hab dir das Leben gerettet. Hier waren zwei Wölfe. Gern geschehen. So. Oh, hier war doch ein Ausrufezeichen irgendwo, ne? Deswegen bin ich doch hier hingereist, reitet. Da drüben, und hier ist noch ein Busch. Da unten. Oh, da ist eine Stadt noch. Aha. Das ist so schade. Man will eigentlich also so die Natur genießen und so weiter. Aber wer ist das denn? Ich muss vorsichtig sein. Hier sind viele Wachen. Aber so ich lasse dich am Leben. Lass mich in Ruhe. Oh nein, jetzt sind die Wachen aufgewacht, oder? Du blöder Wolf, du. Gut, so. Wo ist das Ausrufezeichen? Hallo. Ah, Söldnerin, du musst mir helfen. Muss ich? Wenn du weißt, was gut für dich und deinen Geldbeutel ist, dann ja. Ich bin ganz Ohr. Ich bin aus Athen verbannt worden. Ich weiß, wenn man mich so ansieht, ist das sehr schwer zu glauben. Du siehst reich aus, dem Mut scheint nicht deine Stärke zu sein. Geld lockt Gefahren an auf Kafalena. Ja, ich warne ihn mal. Dein Geld ist wie Sirenengesang für die Banditen von Kefalenia. Bald ist es fort. Meine Drachmen gehen nirgendwo hin. Außer dem Anteil, den du bekommst, wenn du einverstanden bist. Dein Problem? Es ist mein Bruder Ornios. Banditen haben ihn gefangen.
Wir wurden angegriffen, als unser Schiff anlegte. Die müssen den Reichtum über das Meer gewittert haben. Ich konnte entkommen, aber er sitzt im Hafen wie ein Tier in einem Käfig. Und du willst, dass ich ihn befreie? Bring ihn zu mir, ohne dass ihm mein Haar gekrümmt wird, und ich bezahle dich gut. Warum wurdest du verbannt? Also wollte dich jemand aus Athen raushaben? Viele jemande, um genau zu sein. Ornios und ich wurden aus demselben Grund verbannt. Betrug nannten sie es. Aber so ist das Leben, nicht wahr? Du kennst das bestimmt auch, oder, Söldnerin? Was? Das Söldnerleben ist natürlich kein ehrliches Leben. Aber keine Sorge. Bei mir ist dein Geheimnis sicher. Hüte deine Zunge, alter Mann. Gut, dann rette ich ihn mal. Ich rette deinen Bruder. Aber nicht umsonst. Ja, ja, natürlich. Drachmen sind die einzige Sprache, die ihr Kefalinia versteht. Ich bin keine Kefalinierin. Vor allem, Geld ist die einzige Sprache, die jeder hier versteht. Also, auf der Welt meine ich. Okay, ich habe keinen Adrenalin. Gut, ich würde sagen, ich töte dann einfach alle. Okay, das ist uninteressant. Ja, hier hinten ist auch eigentlich nichts. Einfach warten, einfach warten. Flo, warum spielst du jetzt Odyssee? Ach, hier ist ein Gebüsch, das ist ja lieb. So. Bist du stecken geblieben? Oder wunderst du dich, dass da der Typ oder die Dame fehlt? Ja, wahrscheinlich. Die haben einen Hund, das ist nicht gut. Ah, jetzt kommt der nächste. Ist ja easy. Because reasons, da hatte ich mir auch gerade Lust bekommen. Ja? Ich spiele nebenher Raft. Ja. Ich habe mir auch gedacht, dass ich, wenn ich keinen Bock mehr auf das hier habe, vielleicht auch Raft spiele. Oh, jetzt kommen hier zwei. Das ist aber allerlei. Aber momentan macht es schon echt krass viel Bock und das ist schon halb vier, also alles easy. Das ist gerade sehr unpraktisch, was hier gerade passiert. Und jetzt? Auf jeden Fall nichts Gutes. Kannst du da nicht hin?
Ja, ihr seid kacke. Oh, jetzt reicht mir. Recht hast du. Eure Mütter können das besser als ihr. Ja, was die gerade machen, ist echt lustig. Was ist denn mit der KI los? Wahrscheinlich zu weit weg. Du hast hier nichts verloren. Ach komm. Irgendwie, oh, das hat. Der hat gerade zweimal hintereinander dieses Attentat-Ding gemacht. Aber er ist nicht gestorben. Naja, dann mache ich es halt so. Lass mich den erstmal töten. Alter, voll brutal. Ja, das hat gar nicht so geklappt, wie ich gewollt habe, aber ich lebe noch. Das ist die Hauptsache. Ja, 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 ja. Frei können die es wagen, Hand an mich zu legen. Ja, keine Ahnung. Hier, eine Drachme für deine Mühe. Obwohl du früher hättest kommen können. Dein Bruder schickt mich. Ich wüsste, er rettet mich. Wie schnell ja eine Gehilfin gefunden hat. Um das klarzustellen, ich bin es, die dich rettet. Und wenn das Geld deines Bruders nicht wäre, würde ich dich an die Schweine verfüttern. Komm mit. Hörst du mal auf? Was ist los bei dir? Wo bist du hin? Nee. Hä? Warte, 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 der ist jetzt nicht gestorben. Okay, oh Gott. Ich dachte so, hä, von einem Schlag? Was, was, was? Okay, gut, er ist nicht gestorben. Oh Gott, das war ja... Das war sehr, sehr unbefriedigend gerade. Okay. Naja. Hallo. 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 Ornios, endlich wieder vereint.
Ich weiß nicht, wo du immer diese Raubeine findest, Bruder. Aber sie leisten gute Arbeit. Raubeine? Das ist sehr rührend. Aber ihr schuldet mir Geld. Ich habe gesehen, wie du eine meiner Truhen geplündert hast. Betrachte es als Schmerzensgeld für deine Hybris, Malaka. Teil hergebracht, Ornios. Lass sie gehen. So schnell wie möglich. 195 Drachmen. Schau nicht so. Gut. Hey! Keinarok. Kairanok. Irgendwie so. Sorry, mit den Namen vorlesen bin ich echt kacke. Gut. Gut. Das ist Söldnerarbeit. Im Zweifelsfall kannst du. Ach so. Ah ja, genau. Die Wolfsdinger habe ich ja. Bitte rennen. Danke. Die Wolfsfälle habe ich ja jetzt. Dann töte ich noch den Wolf, weil der hat mich verraten. Und der ist so ein bisschen hyperaktiv. Der ist zu aggressiv, meine ich. Genau. So, Gefangenenbefreiung. Ach, warte, hier bin ich ja noch gar nicht fertig. Also die hatte ich jetzt schon am Leben gelassen. Aber hier gibt es noch einen Gefangenen. Oh, das ist der Zyklop. Ich glaube, ich bin zu früh hier. Oh. Stimmt. Hier ist. Ja, genau. Ich hab das ja schon wieder voll alles vergessen. Ist schon ein Weilchen her. Jetzt wird die Namensänderung. Poldi. So. Ach, und deswegen haben die Leute hier Wache gehalten, damit hier niemand durchkommt. Warte. Ich rate einfach wieder durch. Die sind so schlecht. Das ist echt kein. Das ist kein gutes Lager hier. Die haben echt keine Ahnung, wie man sowas bewacht. Jeder mit einem Pferd kann da einfach so reinwischen. So. Ja. So. Genau, dann habe ich ja hier noch den Termin bei dem Bootsbauer. Warte mal. Hier ist es ein bisschen eng für ein Pferd, ne? Aber ich steig nicht ab. So, dann hier. Ich hätte wissen müssen, dass du es bist, der die Felle will, Ilos. Und ich hätte wissen müssen, dass du sie mir besorgen kannst. Cassandra erfüllt jeden Auftrag. Sag's nicht, Markus, sonst wird er eifersüchtig. Ich benutze den Aushang, damit alle eine Chance haben, aber du bist immer so eifrig. Wozu brauchst du die Felle diesmal? Die Athener brauchen Rüstung für den Krieg. Guter Schutz für sie, gute Drachmen für mich. Hier sind sie. Es fehlt kein einziges. Und das in Rekordzeit. Nimm dein Geld, du hast es verdient. Halt dich aus Ärger raus, Ilos. Das solltest du besser auch. Gut. Also, Schiffsbau. Genau, ja, ich hab. Okay. Genau, ich habe Odyssey noch nie komplett gespielt, beziehungsweise ich habe nie weiter als die erste Insel gespielt.
Nee, das brauche ich nicht. Weil ich das als Let's Play machen wollte. Und jetzt mache ich einen fetten Stream und fange so an. Genau. Warte mal. Ich will hier das da ein bisschen verbessern. Kann ich das jetzt schon oder kann ich das erst, wenn ich Level up bin? Hallo. Ah ja, verbessern. Oder gravieren. Was kann ich da gravieren? Adrenalin, Attentatsschaden und Jägerschaden. Was habe ich da? Kritischen Schaden, Kriegerschaden? Attentatsschaden. Ich mache beides sehr viel und 2% ist eigentlich echt nicht viel. Ich mache mal Attentatsschaden. Okay. Ja, gerne. So. Dann schauen wir mal nach einem Schiff. 50 Meter von mir. Ah, da drüben. Perfekt. Ein schönes Schiff, Telemenes. Cassandra! Du hast recht. Sie wird dich gerne über die Wellen tragen, wenn der Preis denn stimmt. Nenn mir deinen Preis. Ich muss von der, in dieser Insel runter. Ja. Wie viel, um dich von ihr zu trennen? Da brauche ich schon mindestens 100.000. 100.000? Wer hat so viel? Jemand, der es ernst meint, ein Schiff zu kaufen. Glaubst du, diese Handwerkskunst gibt es umsonst? Was, wenn ich dir Obsidian im Tausch anbieten würde? Ich würde sagen, ich brauche trotzdem 100.000 Drachmen. Und selbst wenn ich deinen Obsidian nehme, dieses Schiff braucht eine ganze Armee als Mannschaft. Das ist Kefalenia. Hier finde ich immer jemanden, der eine Pechsträhne hat und fast umsonst arbeiten würde, nur um von dieser Insel zu kommen. Das Meer ist zurzeit gefährlich. Also noch mehr als sonst. Es wäre Selbstmord. Du bist nicht besonders hilfreich, Telemenes. Vielleicht hilft dir diese Information. Es heißt, dass der Zyklop hinter dir und Markus her ist. Ja, das ist nicht hilfreich. Ja, das wissen wir schon. Malaka, wie soll mir das helfen? Dieses Monster hält Kefalin ja schon lange genug im Würgegriff. Ich dachte mir, wenn uns jemand von seinem Gestank befreien kann, dann du. Telemenes, was hat das mit meiner Suche nach einem Boot zu tun? Ich habe auch gehört, dass das Schiff des Zyklopen in der Kleptusbucht liegt. Sein Schiff, sagst du? Dann sollte ich der Kleptusbucht einen Besuch abstatten. Sei vorsichtig. Das einäugige Schwein hat ein hitziges Temperament. Tja, wir können den ja auch Schiff nehmen und einfach töten. Den Zyklopen erledigen. 2 Fliegen, 1 Schlag. Ja, nice. Warte, ist das jetzt die Bucht, wo wir waren? Ich glaube schon. Ja, genau. Da ist ja der Typ auch. Gut, dann alles wieder zurück. Lol, läuft bei uns. Upsi. Entschuldigung, Hund. Entschuldigung. Sorry, ich bin kurz. Ich schlüpfe hier mal vorbei. So. Gut, dann hole ich mal mein Pferd. Wo bist du? Ach da. Komm schon. So. Na los. Schrei doch nicht so. Ich habe gerade die Straße nicht gefunden. Da ist die Straße. So, jetzt sind wir auf der Straße. Ich habe dieses Spiel 100% fertig. Hat lange gedauert damals. Uiuiui. Guten Tag, ich bin's wieder. Ja. Irgendwann sicher.
Hast du das Spiel mit DLC fertig gespielt? Oder nicht? Also mit Atlantis oder nicht? Ach komm, echt das? So, warte, ich mache mir davor mal nochmal Pfeile.